Wir machen Eigenproduktion. Wir machen zwischen 11 und 13 Tonnen Eigenproduktion im Monat. Wir machen von Hausmacherwurst bis Fleischwurst, Aufschnittsortiment, komplettes Wurstsortiment von einer Metzgerei. Wir machen im Sommer noch zusätzlich zwischen 10 und 15 satte Bratwurst verschiedener Arten mit Bärlauch, mit Käse, mit Handkäse, alle Variationen. Man muss halt individuell sehen, wie die Trends momentan sind und dementsprechend muss man halt darauf reagieren. Man muss halt ein bisschen flexibel sein. Wenn jetzt irgendeine andere satte Bratwurst verlangt wird von der Kunde, müssen wir darauf reagieren und die produzieren. Das wird sehr gut angenommen. Wir haben sehr gute Abverkaufszahlen und eine steigende Tendenz. Wir machen dann auch Verkostungen von der Eigenproduktion jedes Wochenende, Freitag, Samstag. Das Besondere ist das, dass wir von Montag bis Samstag, vom 01.01. bis zum 31.12. eigentlich immer durchgehend eine schöne Theke haben mit ausreichend Spezialität. Und nicht so, wie das bei der Konkurrenz ist, meinetwegen erst zum Wochenende, bis sie was an Schnickschnack. Im Monat einen Umsatz zwischen 40.000 und 45.000, ja, an der heißen Theke. Täglich ca. 800 Fleischkäsebrötchen. Wenn ein Kunde kommt und sagt, er möchte gerne einen Braten haben, egal wie gefüllt, dann bekommt er das, so wie er es haben möchte. Wir sind alle voll engagiert, so wie das sein sollte.